glaube, die sind noch schon da. Ja. Die Zuschauer. Meinst du, die werden schon da? Die sind da. Hallo Leute. Ja, das schämt sich. Ich weiß nicht, ob man so sehen kann. Wir sind beide ein bisschen einäugig heute. Ne? Fürchterlich. Hallo Angelika. Hallo Bernd. Weil heute kommt die Stunde der Wahrheit schön ab 50. Ja. Und heute gibt es brutalste Nahaufnahmen. Also, liebe Kinder, mit der Faltenbildung nicht nachmachen. Ne? Ab 50 ist doch okay, dann dürfen wir ja Falten haben. Ja, klar. Man hat ja immer Haut übrig, desto älter man wird. Wer hält sich denn das Auge zu? Guck mal, hier so Schlabberarme und hier wird alles Ding und hier. Gott, ich glaube, gerade steigt die Selbstmordrate bei unseren Zuschauern. Alt werden ist halt nichts für Feiglinge, da muss man mit leben. Und heute geht es einfach mal darum, wie schminke ich ein Schlupflid oder ein Überlid, wie man das in der Fachsprache sagt. Und wie schminke ich ein super Schlupflid, nämlich meins. Oh komm, meins ist auch nicht gerade von schlechten Eltern. Ja, also ich habe immer mal das Gefühl, ich finde da mal irgendwann Post drunter oder Geld oder so. Okay. Vielleicht lasse ich irgendwann mal, wenn ich da mal so 70 bin, dass ich da mal vielleicht ein bisschen hier... Aber was ich dazu noch sagen möchte ist, Bernd, es kommt auch darauf an, wie der Blick ist. Ich habe mir angewöhnt, ein bisschen größer zu gucken. Also ein bisschen... Das will ich mir immer angewöhnen, gerade bei Shows ist das toll, wenn die Augen groß sind ja. Und dann fangen die mal an zu drehen. Echt? Ja, und mein Schlupflid wird noch größer. Ich habe so das Gefühl, dass mir das Schlupflid vor den Augen hängt. Das ist ja auch ein Schlupflid. Hallo? Nee, also ich finde, ist schon ein bisschen, wenn man jetzt so ein bisschen müde guckt, so abends ja, sehe ich dann, aber morgens ist mein Schlupflid dann ein bisschen okay, ja, nachdem ich es geschminkt habe. Aber im Moment fühle ich mich ja so gar nicht wohl, seht ihr mich? Also das ist noch okay, gell? Aber hier das. Ja, weil man sieht jetzt auch mal schön, was Schminke ausmacht. Ne? Ja. Das eine Auge ist größer, das andere sieht dann aus wie ungeschminkt. Ne? Und manchmal braucht man gar nicht viel, Bernd. Nee, nur Wimperntusche macht viel aus. Wimperntusche ist, Wimperntusche ist A und O. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach bei dir an. Ach, da ja. Kann ich nämlich schon Sekt trinken in der Zeit und trinken mir ein bisschen Mut an solche Brutalen. Also wir fangen bei mir an. Habe ich überhaupt das richtige Auge? Ja, doch. Dann ist ja ein bisschen seitenverkehrt. Ja, genau. Darf ich? Also, ja, fangen wir an. Spiegel. Dankeschön. So, Bernd. Ja. Ich schminke jetzt mein Schlupflid. Schlupflid. Wenn ich jetzt ganz normal gucke, ohne meine Augen aufzureißen, sehen Sie so. Also, dieses hier hängt drüber. Zu viel, genau. Ja, man wird, im Alter ist das halt ja, so. Ja, ich weiß. Wem erklärst du das? Concealer, ganz wichtig bei mir. Unterm Lid, überm Lid. Vor allen Dingen hält das Augenmerk ab sehr gut. Concealer nimmt optisch die Fältchen etwas zurück. Ist ganz weich, ist eine ganz tolle Sache. Um mal gerade abzuschweifen, die hole ich auch hier für meine Falten. Ja. Ist eine ganz, also geht wunderbar. Und du puderst das aber nicht mehr ab danach? Nein, ich puder's nicht mehr. Ab. Okay. Die spielt mir immer ein, das hält länger, aber okay. Nee, durch den Concealer, früher habe ich es auch gemacht, aber durch den Concealer muss ich sagen, das ist... Hat sich erledigt. Hat sich erledigt, brauche ich nicht mehr. Also ich, wie gesagt, unters Lid... Übers Lid. Ja. Schön den Concealer verteilt, schön einklopfen. Genau, wichtig klopfen, nicht reiben. Nicht reiben, nein. Und dann werden diese Fältchen nämlich, dann sieht man die noch mehr. Ja. So, alles was hervortreten soll, schminkt man hell. Was zurücktreten soll, so wie mein tolles Schlupflid, schminkt man dunkel. So mache ich es auch mit meiner Nase. Die ist ja sehr breit und lang. Also an der Seite mache ich sie dunkel, vorne mache ich sie etwas heller. Ich fange jetzt an mit einem auf dem Lid mit einem leichten Blauton, damit man es auch besser sieht. Jetzt nur mal optisch für Sie auch besser zu erkennen.
In der Kamera sieht es natürlich mega stark aus. Ja. Weil, mit Glanz oder ohne? Leider meine Firma, ja, die lieben Glanz. Ja. Ich liebe ihn persönlich nicht so, aber es gibt Alternativen dazu. Du liebst keinen Glanz. Ich kann ja immer mal alternativ dann zu dir rüberhuschen und sagen, Bernd, bitte, ich hätte einen Lidschatten ohne Glanz. Ich weiß auch nicht, wer bei unserer Firma so ein bisschen auf Glanz steht. Ich finde es jetzt so ab 50, 55, 60 nicht mehr so optimal. Ja, weil die Falten manchmal hervortreten durch Glanz. Ja, ja, das ist schon, ja. Nur ein Glanz ist halt leichter aufzutragen wie jetzt ein mattes Make-up. Ja. Weil bei Matten musst du ganz exakt arbeiten und bei Glanz kannst du schon mal ein bisschen... Ja, ja. Das werde ich nachher auch noch zeigen. Okay, also ich liebe Wattestäbchen. Wattestäbchen ist für mich das Highlight beim Schminken. Das wofür? Zum Verblenden oder was machst du jetzt? Ich verwische alles damit und trage der dunkle Ton mit dem Wattestäbchen auf. Ah, okay. Ja, gerade jeder seine Technik. Ja. Ich komme da ganz gut mit klar. Ja. So, ich habe jetzt auf dem Unterlid den helleren Lidschatten aufgetragen. Eindeutig. Trage jetzt ein Braun auf für mein Schlupflid. So. Ich würde mal sagen, gegen das Schlupflid. Gegen das Schlupflid. Nie sofort Farbe auftragen. Immer leicht abklopfen. Immer abtupfen, sonst bröselt. Dann hat man hier diesen Knochen. Und dann ist hier diese Stelle, da fange ich an. Mhm. Ist eigentlich, kann man sich ganz gut merken. Mhm. Also dann fühle ich hier so, da ist dieses Loch. Ja. Dieser Augapfel. Sieht ganz toll aus, so, ja. So, fang dann da an. Sehen Sie es? Sie sehen es. Es kann dir jetzt keiner antworten, Angelika. Ja, ich weiß. Geh dann nur ich jetzt bei meinem Tages-Make-up bis hierhin. Ja. Okay, du vielleicht nachher bei deinem Make-up. Ich mache ja Abend. Du machst ein Abend-Make-up. So, jetzt Wattestäbchen. Ganz wichtig bei mir. Also du verblendest tatsächlich mit Wattestäbchen. Ja, und ich gehe über die Übergänge. Dass diese Balken verschwinden. Ja, 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 genau. Das Ganze, weil das muss ich leider sagen, sieht man sehr oft Frauen, die vergessen zu verblenden. Und dann sieht das furchtbar aus. Vor allen Dingen, ganz viele Frauen machen den Fehler bei Rouge. Die haben dann einfach so diese... Muss alles verblendet werden. Wobei, viele Grüße an Make-up-Coach zwischendurch, an die Michaela Konradis. Die Sendung gucke ich nämlich auch immer sehr gerne. Man kann auch tolle Sachen bei denen bestellen unter www.makeupcoach.de. Okay. Oh, meine Sprachschwierigkeit. De natürlich. Und wie gesagt, ich gucke die Sendungen immer sehr gern. Gibt super Schminktipps auch, nochmal anders, weil sie ist Maskenbildnerin, so viel wie ich das weiß. Und das kommt natürlich dann auch wieder mal zum Tragen. Ja. Und ja, die sagt zum Beispiel nicht verblenden, sondern verpuscheln. Okay. Weil sie sagt, Blender ist negativ besetzt und da hat sie eigentlich auch recht, ne? Wenn man... Ja, ein Blender ist immer was Negatives okay. Und sie sagt immer verpuscheln, finde ich eigentlich ganz süß, aber ist ja beides das Gleiche. So, ich habe jetzt auf dem beweglichen Lid, den hellen Lidschatten, habe in meiner Lidfalte, mein Schlupflid, den dunklen Ton. Ja. Also wenn ich jetzt normal so gucke, sehen Sie schon, das Schlupflid wird zurückgenommen. Genau. Ja? Sieht toll aus. Sieht toll aus. Wattestäbchen. Jeder macht's, wie er es kann und hat. Jetzt nächste Sache. Wattestäbchen. Ich benutze für unten wieder die Spitze vom Wattestäbchen. Ich bräuchte eigentlich keinen Pinsel. Ja. Gehe mit dem helleren Blauton, den ich hier aufs bewegliche Lid gemacht habe, vorne in die Ecke. Ja. So ein bisschen bis in die Spitze rein, bis hier rein. Verreibt das. Gehe dann mit dem Dunklen, nicht wie viele machen, ganz dunkel. Weil desto dunkler das untere,
der untere Wimperrand ist, mhm, desto kleiner werden die Augen. Mhm. Viele sieht man dann, die lieben das dann, so richtig schwarze, dicke Balken. Mhm. Das verkleinert die Augen unheimlich. Ja, ja klar. Oder man müsste hell nehmen, um sie zu vergrößern. Aber es ist Quatsch, es ist für die Bühne okay, aber nicht für den Tages-Make-up. Für den Tages-Make-up nicht. Geht gar nicht. Fange dann quasi in der Mitte an, ja, da, ja, und verwisch das ganz zart nach außen. Fang in der Mitte an, unter der Pupille, mhm, in der Mitte. Geh da nochmal hin und fang von außen nochmal an, weil der äußere Rand darf etwas kräftiger sein. Mhm. Reicht mir das nicht, kann ich auch einen, ja, Kajalstift holen. Da ist er doch. Wenn ich ihn hätte. Da ist er. Sehen Sie, das ist das Glas Sekt. So. Dann gehe ich ganz leicht von außen an den Wimperrand und strichel. Ich striche, mhm, in Linien, wie meine Wimpern laufen. Mhm. Ja? So. Wattestäbchen. Verwisch das zart. Mhm. Hol jetzt hier die Spitze. Ich glaube, ich hoffe, dass es für alles gut zu, ja, sehen ist. Ja, man sieht schon den Unterschied jetzt, ja, zu dem total, und zu dem. Ja, total. Das war es jetzt für mich, für ein Tages-Make-up. Das ist eine Sache von Übung, 5 Minuten. Denke ich auch, ja. Ja, wichtig. Und du machst natürlich die Wimpern noch, ne? Das kommt jetzt. Ja. Ganz wichtig, meine Damen. Ein Augen-Make-up ist ohne Wimperntusche. Ach, ich habe ja meine Leute dafür. Danke, Bernd. Bitte schön. So. Noch wichtig, ein Tipp. Wimperntusche nicht rausziehen. Rausziehen. Mhm. Einfach so. Ja. Und auch nachher beim Reindrehen nicht so reintun, sondern drehen. Rausdrehen. Ja. So, immer schön drehen, dauert ein bisschen, ja, weil viele machen ja dann rein, ja, pumpen. Ja. Ja. Und durch dieses Pumpen, pumpen sie Luft in die, in den Mascara, mhm, und dann wieder ganz schnell trocken. Mhm. Also ganz wichtig. Mhm. Dann bitte in, wie sagt man? Wellenlinie. Wellenlinie, die Wimpern tuschen. Dann gibt es nämlich keine Fliegenbeinchen, diese, mhm, zusammengeklebten Wimpern. Mhm. Sehr wichtig. Ich hoffe, es ist für alle gut sichtbar. Ja, total. So. Also die Wimperntusche, ich, Bernd, weißt du wahrscheinlich auch bei deinen Auftritten, ist schon A und O, ja, gell? Ich muss ja sogar künstliche Wimpern tragen, ja, weil sonst wird man das gar nicht wahrnehmen auf der Bühne. Ich habe auch viel zu kurze Wimpern. Ich bin halt irgendwie ein Mann. Okay. Und ich muss sagen, meine Wimpern sind eigentlich okay, nur die Spitzen sind immer sehr weiß. Mhm. Und wenn ich die dann tusche, sind die direkt, mhm, siehst du, schöne Wimpern. Aber Hallöchen. Sehr wichtig, so, wieder in diesen Bewegungen. Sie können, wenn Sie möchten, es gibt ja diese Wimpernkämmchen, mal nachgehen, wenn der eine sagt, nett, ist mir doch zu viel. Gleich mit dem Bürstchen oder mit dem Kamm, um das ein bisschen zu verteilen. Bernd, wie würdest du sagen? Perfekt. Also ich finde es richtig gut. Also gefällt mir besser. Jetzt wie das unten andere Auge. Was Kleenex, ich putze das ein bisschen ab. Ah, zeig mal den Zuschauern, wie du das abputzt. Also am Kleenex oder am, was man gerade hat, gehe ich mit der Spitze, weil da doch schon sehr viel Tusche dran ist, ein bisschen ab, gehe dann quer. In diesen genau. Bewegungen quer. Genau. Genau. Quasi. Immer. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Weiter verklebt nichts. Wattestäbchen. Wenn man mal daneben gemalt hat. Bisschen abtupfen. Jetzt gehe ich nochmal über einmal wieder rein, also reindrehen. Mhm. Die Zeit sollte man sich einfach nehmen, man hat viel länger an der Wimperntusche. Mhm. Wieder rausdrehen. Gehe jetzt noch einmal
ich rede jetzt nur von mir, wie ich schmink. Einmal über das Kleenex, gehe dann nochmal in diesen Schüttelbewegungen über meine Wimpern, gehe oben, unten nochmal quer. Wisst ihr, da ist das eine Glas Sekt, Bernd. Ich habe ein bisschen gekleckert. Dafür gibt es Q-Tipps. Ja, genau. Ganz wichtig. So. Ja. Jetzt. Immer noch. Einen Tipp habe ich noch. Okay. Wimperntusch Kleenex. Abgestreift. Ja. Richtig abgestreift. Gehe über meine Augenbrauen damit. Ah, okay. Gibt nichts Besseres. Ja. Wie ein Mascara, der auch schon älter ist, der dann halt eben schon, ja, wo halt nicht mehr viel Farbe dran ist, und gehe dann ganz leicht über die Härchen und man hat eine ganz tolle Augenbraue und hält auch. So, meine Damen, Unterschied, Schlupflid. Ja, aber das sieht ja richtig toll aus. Also gell? Sieht schon, ist schon toll geworden. Ja, ja. Genau, genau. Ja. Also farblich gesehen ist es egal, was Sie es auf bewegliche Lid machen. Nur es sollte heller sein wie der in der Lidfalte. Genau, ganz wichtig. Ja. So, das war's für mich. Vielleicht konnte ich Ihnen ein paar Tipps geben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt ist der Bernd dran. Bis dann. Tschüss. So, hallo Leute. Jetzt zeige ich euch bei einem super Schlupflid bei der Angelika. Würde ich sagen, hat man ja noch was gesehen von dem beweglichen Lid. Bei mir sieht man ja, wenn ich so gucke, gar nichts mehr. Und da kann man aber trotzdem so schminken, dass man denkt, das wäre ein ganz großes Lid. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, ich habe einen Pickel, ja, ich komme wieder in die Pubertät. Das ist doch was für mich. Oh, ich habe immer Angst. Gell? Kurz anpieksen, ja. Drücken, ja. Wunderbar. Und also das letzte Einhorn hier. Und meine Brauen sind nicht so schön im Moment, weil durch die Auftritte rasiere ich mir die immer ab. Und die wachsen jetzt gerade wieder bis nächste Woche, bis zum nächsten Auftritt. Egal, es geht ja jetzt nur mal um die Technik. Ne? So, auch ich nehme natürlich Concealer. Auch von Jean Darcel, das haben wir eben gar nicht erwähnt, Angelika. Ja, die Produkte, die du verwendet hast, sind jetzt alle von Jean Darcel. Ja. Auch wieder hier schön einklopfen. Könnt ihr sehen, wie ich mich verschlage. Ich nehme natürlich andere, weil Bühne heißt Licht, Schweiß, also Sachen. Da reicht mir das normale nicht. Wobei, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich mag ja sowieso nur matt, weil durch das Bühnenlicht. Oder selbst wenn man abends mal weggeht und werden Fotos geschossen, denke ich immer, wenn man dann so glänzert, dann ja, kommt das so stark raus. Ich benutze überwiegend, kann man das sehen, genau, von Kryolan. Das ist ein Theater-Make-up. Hier jetzt mal für dunkle Sachen, für dunkle Augen, wie heißt das noch, Smoky Eyes zum Beispiel. Aber ich verwende das ja komplett anders und das kann aber trotzdem jede Frau machen, die, die sich aufwendiger schminken möchte oder abends mal weggeht oder Theater oder was auch immer. Ich pudere grundsätzlich nochmal drüber, weil ich mir einbilde, dass das besser hält. Aber wie gesagt, kann Einbildung sein. Ich verwende jetzt mal da zum besseren Sehen, dass ich mir immer den richtigen Pinsel habe, gell? Also ich benutze viele Pinsel von der Michaela Konrads. Also meine Pinsel sind auch von Jean Darcel, die haben eine ganz tolle Mappe. Ja. Wo halt so, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Pinsel drin sind. Auf jeden Fall ist das eine tolle Sache und es sind sehr gute Pinsel. Vor allen Dingen die Haare nicht so. Ja gut, das kann ich gar nicht haben. Weil gerade, normalerweise bin ich ja schon mal, habe ich eine Vorkondierung, die eine Stunde dauert. Und wenn dann noch Haare da drauf fallen, da hat man ja richtig Spaß, gell? So, also wie gesagt, also ich mache das bewegliche Lid, sieht man hier, in weiß. Und gehe ein Riesenstück hier drüber. Also fast bis an den Knochenansatz.
Du machst aber jetzt also mehr für den Abend, ja? Das ist ein Abend, ja. Das kann man tagsüber, wäre das, wenn man nicht gerade eine Transe ist, wäre das ein bisschen viel. So, dann kann man das sehen, ja. Man sieht jetzt schon, wie hell und grell das wird, aber es glänzt halt nicht. Hier habe ich wieder gewutzt. Ich bin immer so ungeduldig beim Schminken. Nehmen wir gleich mal unser Verpuschelpinsel. So, dann nehme ich richtig schwarz und mache einen Trick. Und zwar diesen. Ich ziehe mein Auge viel größer. So, kann man so sehen. So. So, da hat man natürlich eine glatte Kante. Tolle schon mal. Tolle, saubere Kante, ja. Na? Sieht sehr gut aus. Mhm. Und jetzt nur noch rumbiegen, sozusagen. Du gehst sehr hoch, ja? Ich gehe sehr hoch, ja. Ja gut, das ist wirklich nichts für tagsüber. Wird hier dünner zur Richtung Nase. Das wird ja auch nochmal verblendet. So, kann man das schon sehen. Ja, sieht gut aus. Mhm. So, wie gesagt, normalerweise geht meine Braue, die wird dann gezeichnet so hier hoch, so hoch geht die. Ne, das sieht natürlich jetzt ein bisschen scheppelig aus durch diese paar Haare, aber wie gesagt, hier so hoch geht meine Braue dann. Ne, und wenn man schon sieht, wenn man so guckt, sieht das ja schon aus wie das bewegliche Lid. Richtig, ne? Richtig. Und dadurch... Das Auge wird schon jetzt schon gleich viel größer. Viel größer, ne? Ja, wenn man jetzt mal guckt, ne, das wird alles nach oben gezogen. So, wichtig, leicht verblenden, da muss man mal, weil ich ja schwarz nehme. So, jetzt ist es weich. Wieder gewutzt hier, also das ist ja unglaublich. Also Pinsel ist eigentlich Gold wert, gell? Ja gut, das ist immer, weil ich immer viel nehme, weil das macht normalerweise nichts, weil ich schminke mich so fertig und dann schminke ich der Rest und dann wird das alles überschminkt. Ja. Na, gut. So, wenn man jetzt mal hier guckt, hier muss mich mal ablegen, von Weitem wirkt das Auge schon mal viel größer, gell? Ja. Und man sieht wirklich aus, jetzt ist das hier sehr grell, wenn man jetzt buntes Licht hätte, sieht das aus wie ein, als ob das bewegliche Lid wäre. Mhm. Von Weitem. Das kann man natürlich noch mit zig Farben schattieren. Ne, man kann Glitter reinsetzen. Ne. Und ich mache das ganz anders. Ich brauche gar kein Kajal. Ja. Weil da halt ich es mir wie die Michaelis, mich. Oh, sag mal, ich habe heute wirklich noch nichts getrunken. Aber es scheint, ich muss das immer abend mit der Michaela Conradi, die sagt immer, alles, was Fett hat, gehört nicht ins Gesicht. Mhm. Weil man kann richtig Probleme kriegen, wenn es warm ist, dann fängt das an zu laufen. Und ich mache hier dieses Dunkle hier unten mit dem Lidschatten. Auch immer, ich klopfe das immer ab. Die hier sind halt sehr beständig. Du hast eine sehr ruhige Hand. Gut, muss ich sagen, die habe ich auch. Also ich bin jetzt kein so ein Zitter. Du auch nicht, ne? Nee. Und ich kann diesen besagten schwarzen Rand ruhig machen, damit man auch sieht, den Breiten, den du nicht so magst, weil ich ja mein Auge jetzt so groß geschminkt habe,
dass das nicht stark verkleinert. So. Auch hier, da hast du recht, Wattestäbchen nehme ich auch immer. So. Ja, man braucht, ganz toll aus. Man braucht wirklich kein Keil. Vor allen Dingen das trockene Puder. Ja. Es kann nicht verlaufen. Ne? Also es ist jetzt sehr stark geworden. In der Kamera sieht es sehr stark aus. So, das ist das. Jetzt kämen normalerweise noch Wimpern drauf und eventuell Glitterpuder, weil Glitter hebt die Falten nicht hoch, verdeckt die, was halt einen Glanz nicht macht. Ein Glanz tut halt die Falten etwas hervorheben, in meinen Augen. Ne? So, was natürlich auch unbedingt notwendig ist, also ich mache das ja auch oben rum, das ist ja auch wieder Quatsch, was ich jetzt hier. Ich habe gedacht, ich wäre schon fertig, Kinder, ihr müsst noch ein bisschen zuhören. Macht das natürlich auch oben rum. Mhm. Was halt gut ist bei den Kryolan-Lidschatten, das ist ja, da hole ich auch mein Camouflage her. Wenn ich jetzt das anfeuchte wird, ne, wäre das so haltbar wie ein Eyeliner. Wie ein Eyeliner. Und es ist keinerlei Fett. Also ich benutze verschiedene Eyeliner. Ich habe auch dieses, wo aussieht wie Schuhwichse. Ja. Da gehe ich am liebsten mit um. Aber man könnte es jetzt auch so machen. Mhm. Also das ist zum Beispiel, sieht man auch, wie wichtig das ist, dass das dunkle, der dunkle Strich. Und dann natürlich, das leihe ich mir jetzt mal von Jean Darcel, den habe ich nämlich, ich habe immer Probleme mit. Und das ist jetzt ein Sensitivstift, also auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Drehen. Ja, sehr wichtig. Also normalerweise nehme ich die Wimpernzange. Tu die Wimpern biegen und setze dann künstliche drauf, die gefühlte 4,80 Meter lang sind. Okay. Aber ich will es jetzt nur mal zeigen. Der ist aber gut, der hier. Ja, der ist gut, ja. Hat auch ein schönes Bürstchen, trennt ein bisschen. Weil ich hasse diese Fliegenbeine. Ja. Wieder abwischen, abwischen, abwischen. Ich würde das jetzt einfach mal so probieren. Schon toll, was für doofe Gesichter man macht beim Schminken. Ja, es ist leider so. Aber das Ergebnis ist dann meistens verblüffend. Ja, schön reindrehen, gell, nicht, dass ich hier geschimpft kriege. Ja, das ist wichtig. Die Geduld muss man mal haben, gell. So, ja, das wäre jetzt so, wie gesagt, jetzt wäre ich ja, die Braue wäre bisher. Ne? Und dann sieht man jetzt mal, ich muss mich nur noch mal so halb runterlegen. Das ist schon ein riesen Unterschied. Ne? Und das kann auch jede Frau, ich meine, man muss das ja nicht so hoch machen, nein, wie ich nein. Jetzt. Das bin ich einfach gewöhnt von der Bühne her. Gut, jetzt, du hast ja auch jetzt ein Arm-Make-up vorgestellt. Genau, meine, ja, das ja, klar. Noch mal also das, und natürlich habe ich jetzt auch ganz krass dargestellt, ja. Weil ich habe weiß und schwarz genommen. Ja. Also das ist die krasseste Form, finde ich. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel hier nehmen können. Sieht aus, ob das Metallic wäre, ja. Obwohl es gar nicht ist. Mhm. Hier der Teller Silber. Hätte ich nehmen können mit diesem dunkleren. Ne? Das wäre jetzt halt normaler gewesen. Aber ich wollte es ja nur mal zeigen, wie man das machen kann. Und man könnte natürlich auch das nicht so weit rausziehen, sondern wirklich nur wie bei dir, aber nur höher ziehen. Ja. Ne? Das wäre halt wär auch möglich. Da ist jetzt schon sehr krasses Make-up. Und bei mir sowieso, weil ich ja nicht restgeschminkt bin. Ich wollte es mal zeigen, wie das die Tonten so machen. Ne? Auf der Bühne. Ja, das war's. Wenn irgendwelche Fragen sind,
Na, heute also sind hier, wir zwei einäugig. Genau, also hier vielleicht noch, bei mir geht das bis hierhin und dann wechselt das normalerweise in Menschenschatten braun, ja, wieder von der Frau Corrade, ja. Corrades. Hier runter wird das gemacht und hier die Seite ganz verdunkelt. Ja. Und dann habe ich nachher, ja, so ein kleines spitzes Näschen, mhm, optisch. Ja. Na? Also ihr seht, es ist viel möglich. Wenn ihr Tipps wollt, einfach reinschreiben, Kommentar, ja, oder E-Mail, genau, schicken, wie immer. Die meisten schreiben ja nichts rein. Oder auch mal vorbeikommen. Oder auch vorbeikommen, kein Problem. Vielleicht sollte ich mal, wir machen mal einen Schminkabend. Wir machen mal einen Schminkabend, ja. Na? Für aufwendig bis Tages-Make-up. Gell? Machen wir. Okay, machen wir. Also. Dann sagen wir, bis dann. Tschüss. Tschüss.